Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Red Hood. Heute schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn Spider-Man normal altern würde. Heute geht es um Spider-Man, die Geschichte eines Lebens. Das Ganze ist geschrieben von Chip Zdarsky und ist eigentlich innerhalb von 6 Heften erschienen. Und jedes dieser Hefte behandelt eine Zeitperiode, angefangen von den 60ern bis zu den 2010ern. Dabei spielt dieser Band, wie ihr daraus sicherlich schon hören könnt, nicht in der normalen Continuity und ist deshalb abgeschlossen und quasi eine alternative Realität. In dem gesamten Band geht es nun also darum, wie Spider-Man seine Kräfte in den 60ern das erste Mal bekommt und was passieren würde, wenn er normal altern würde, sich verlieben würde, Kinder bekommen würde und so weiter und das Ganze bis zu den 2010ern. Dabei wird natürlich immer wieder auf einschneidende Ereignisse in Peters Leben eingegangen. So fängt das Ganze in den 60ern während des Vietnamkrieges an und zieht auch andere Superhelden mit rein. So verändert sich nicht nur Spideys Leben, sondern auch maßgeblich Captain Americas. Das Ganze zieht sich dann durch den kompletten Band und wird auch noch zum Beispiel in den späteren Stories wichtig. Ein paar weitere einschneidende Ergebnisse, die in diesem Band vorkommen, sind zum Beispiel Kravens letzte Jagd, Secret Wars und damit der erste Auftritt des schwarzen Anzugs oder auch immer noch relativ aktuell der Körpertausch zwischen Spider-Man und Dr. Octopus. Mehr will ich auf die Story aber nicht eingehen, deshalb konzentrieren wir uns jetzt noch ein bisschen mehr auf die Hintergründe. Wie gesagt, das Ganze ist geschrieben von Chip Zdarsky und er hat mit diesem Band quasi das neue Zeitalter der What-If-Comics eingeleitet. Einige von euch haben davon vielleicht schon gehört, da Marvel jetzt auch für Disney Plus vor einiger Zeit eine Serie namens What If angekündigt hat. Das Ganze hat aber ihren Ursprung in den Comics. Es gab nämlich früher schon mal What If Comics, die einfach nur alternative Realitäten oder andere Ideen verfolgt haben, wie sie tatsächlich in den Comics passiert sind. Die What-If-Stories sind ganz einfache Was-wäre-wenn-Geschichten. Was wäre, wenn der oder die nicht gestorben wäre und so weiter. Könnt ihr euch sicherlich was darunter vorstellen. Diese Reihe, die Marvel aber vor einiger Zeit veröffentlicht hat, gab es jetzt schon länger nicht mehr. Aber Chip hat jetzt quasi mit diesem Band das neue Zeitalter dafür eingeläutet und damit auch den neuen Start für neue What-If-Comics gelegt. Das heißt, wir bekommen bald nicht nur die What-If-Serie, die sich mit den MCU befasst. Nein, wir bekommen auch endlich wieder What-If-Comics, die sich mit der Comic-Con Continuity befassen. Dass das auf viele Ebenen sehr cool ist, könnt ihr euch darunter sicherlich vorstellen und wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Bleiben wir aber erstmal bei diesem Band, denn hier habe ich noch was dazu zu sagen. Die Zeichnungen sind von Mark Bagley und mit das Beste an Spider-Man, was man so in diesem klassischen Stil bekommen kann. Mark Bagley hat so ziemlich alles an Ultimate Spider-Man gezeichnet. Seine Zeichnungen sind dabei sehr comic-treu und ziemlich klassisch, aber haben einfach dieses bestimmte Flair, was man bei Spider-Man einfach so sonst nirgends bekommt. Deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass er auch in dieser Story die ganze Zeit dabei war und ich denke, das ist ein weiteres sehr großer Pluspunkt für dieses Comic gewesen. Fassen wir also kurz zusammen. Chip Zdarsky hat mit diesem Band bzw. mit dieser kurzen Reihe nicht nur wohl einen der besten Spider-Man-Stories der letzten Jahre rausgehauen, nein, er läutet damit auch das neue Zeitalter der Was-wäre-wenn-Stories ein. Damit öffnet er so viele Türen zu neuen Ideen und Umsetzungen, dass man das gar nicht richtig in Worte fassen kann. Wir müssen jetzt also gespannt sein und hoffen, dass Marvel wirklich viel Zeit und Energie da reinsetzt. Dass wir coole neue Ideen bekommen, auch zu aktuellen Stories oder auch alte neu erleben können. So viel sei aber gesagt, Chip Zdarsky startet jetzt in US schon mit seiner nächsten Reihe. Wann das Ganze in Deutschland startet, steht natürlich jetzt noch nicht fest. Aber ich denke, wir können uns jetzt schon drauf freuen und es wird ein absoluter Hit. Das war's aber erstmal als Review zu diesem Band. Und mit der Vorschau zu den Was-wäre-wenn-Comics. Sobald diese erscheinen, werde ich sicherlich noch ein paar mehr Videos dazu machen. Und auch die MCU, Disney-Plus-Serie, wäre dafür ziemlich interessant. Wenn ihr also auch darauf gespannt seid, schreibt es in die Kommentare und eure Meinung. Außerdem würde mich gerne interessieren, was ihr gerne mal für eine Was-wäre-wenn-Story sehen würdet. Am besten aus den etwas aktuelleren Comics. Bis dahin war es das aber erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Got a shadow at the office, walking around the spot. I see you coming, know you're going, and I'm taking a drop. I see you, bitch, you're coming around the side. I don't wanna stop. So lay your ass on the block with a sack, I swear you can pop. I'm always with the shit, I pass the